Wir haben Hitler nicht gewählt, sagt Ex-Leiter des deutsch-russischen Hauses. Sergei Henke, erster Leiter des ehemaligen deutsch-russischen Hauses in Kaliningrad, hat dem föderalen Portal Eurasien Daily ein Interview gegeben. Sein Interviewpartner bat ihn um eine Einschätzung der gegenwärtigen Lage in Deutschland. Seine Einschätzung zeigte keinen Optimismus. Sergei Henke ist Russlanddeutscher und hat in der Anfangszeit das deutsch-russische Haus in Kaliningrad geleitet. Seit diesem Zeitpunkt gab es eine Reihe von Ereignissen. Das deutsch-russische Haus existiert nicht mehr. Und Sergei Henke ist aus der CDU aus und in die AfD eingetreten. Andrei Vypulsov, Interviewpartner von Sergei Henke, befragte diesen nach dem Image der Partei AfD. In Russland ist bekannt, dass die Partei häufig als rechtslastig eingestuft wird und eine Reihe von Mitgliedern sogar als Faschisten bezeichnet werden. Sergei Henke bestätigte dies und informierte, dass man auch ihn bereits als Faschisten bezeichnet habe. Sogar einer seiner langjährigen Geschäftspartner, der Vertreter von BMW in Kaliningrad, habe ihn so tituliert. Der Kontakt brach natürlich ab. Henke kommentierte, dass das Wort Faschist in Deutschland gegenwärtig sehr inflationär benutzt werde. Wer nicht auf der allgemeinen Linie liegt, gerät schnell in diesen Verdacht. Henke erinnerte an die Situation in der ehemaligen DDR, die damals der heute in Deutschland herrschenden Situation sehr ähnlich war. Man war im Jahre 1989 über die Entwicklungen entsetzt und suchte einen Schuldigen und einen Ausweg aus der Situation. Schnell wurde die Gefahr von rechts publiziert. Die populäre Losung "von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen" durch die Phrase "Sozialismus in den Farben der DDR" ersetzt. Somit, so schätzte Henke ein, besteht durchaus die Gefahr, dass sich die DDR-Geschichte, sprich der Zerfall des Staates, durchaus in gewisser Weise im heutigen Deutschland wiederholen könnte. Die etablierten Parteien fürchten panisch den Verlust von Mandaten. Sie haben keine neuen Ideen oder Visionen für das Land. Man habe von traditionellen Werten Abstand genommen. Auch ist es verpönt, den Begriff "Ich bin deutscher Patriot" zu verwenden. Deutschland gibt Schritt für Schritt immer mehr seine nationale Souveränität zugunsten einer europäischen auf. Henke will nicht ausschließen, dass die CDU, aus der er ausgetreten ist, und die SPD das gleiche Schicksal erleiden könnten wie die SED in der ehemaligen DDR. Angesprochen auf die Sanktionen, die gegenwärtig durch Deutschland im Verhältnis zu Russland verhängt worden sind, glaubt Henke, dass diese bis zu Neuwahlen nicht geändert werden. Es gibt bereits jetzt viele Deutsche, die meinen, dass diese sinnlosen Sanktionen, die nur Verluste für Deutschland bringen, aufgehoben werden sollten. Eine reale Chance sieht er jedoch erst nach den Wahlen. Kritisch sprach sich Henke ebenfalls zur Energiepolitik der Bundeskanzlerin aus, die die Atomkraftwerke in Deutschland abschaltet, damit ein Energiedefizit schafft und dieses Defizit durch den Kauf von Atomenergie aus anderen Ländern versucht auszugleichen. Ebenso kritisch äußerte er sich zur Migrationspolitik der Bundeskanzlerin. Ihm ist kein Fall bekannt, wo ein Staat die Kontrolle über seine Grenze nicht durchführt. Deutschland hat diese Kontrolle aufgegeben und einen Massenzustrom von Migranten provoziert. Henke kritisierte den Auftritt des Bundespräsidenten Steinmeier in Israel. Steinmeier hatte sich geweigert, die deutsche Sprache für seine dortige Rede zu verwenden. Dies sei die Sprache der Verbrecher. Henke verwahrt sich im Interview dagegen. 80% aller Deutschen kennen die englische Sprache nicht. Es besteht die Gefahr des Verlustes der deutschen Heimat. Aber Heimat, so Henke, beginnt mit der Sprache. Wie weit der Verlust der deutschen Heimat bereits getrieben wurde, zeigt ein Video aus dem Jahre 2013, wo Kanzlerin Merkel sich weigert, die deutsche Fahne in die Hand zu nehmen. Angesprochen auf die Rolle der Russlanddeutschen im großen Vaterländischen Krieg, kommentierte Henke:
dass die Russlanddeutschen Hitler nicht gewählt haben und dass die Russlanddeutschen bei der Verteidigung des Landes eine große Rolle gespielt haben. Tausende haben an vorderster Front gekämpft und sind mit hohen Auszeichnungen versehen worden. Was die Deportation 1941 auch als Evakuierung oder Umsiedlung bezeichnet, anbelangt, so ist das der Beitrag der Russlanddeutschen, um einen Teil der Schuld des deutschen Volkes für die Verbrechen, die in der Sowjetunion verübt worden sind, zu übernehmen.